Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Indy und herzlich willkommen zum ersten Stadion-Vlog im Jahr 2024. Ja, Freunde, NS Valverde ist heute dabei beim ersten Heimspiel gegen Bochum. Ich bin gespannt, wir haben geiles Wetter erwischt und ja, ich habe so vermisst, ins Stadion zu gehen, die Spiele mit euch gemeinsam anzuschauen, Stadion-Vlogs zu drehen. Ihr habt es ja auch immer hier gefeiert, deswegen Daumen da lassen für das Comeback des Stadion-Vlogs. Heute auch das Debütspiel von Sancho, wenn er von Anfang an spielt. Das erste Heimspiel. Ich glaube, das wird was ganz Besonderes für ihn werden. Und ich bin gespannt, wie er dann empfangen wird vor Ort. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich mache mich jetzt ready. Trikot ist schon angezogen. Muss jetzt noch Haare machen, Kleinigkeit essen. Und dann nehme ich einen Kollegen von mir mit. Und ich würde sagen, Leute, ja, wir starten jetzt rein. Ich habe Bock. Let's go. Zum Frühstück gibt es natürlich schönen schwarzen Tee und eieiei, Sucuk in der Pfanne, das ist leider schon der fertige, der schon geschnitten ist. Ihr müsst den frisch holen und dann selber schneiden, der ist der beste. Aber der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Guck mal hier, einfach Fladenbrot auf Toast drauf. Weil immer wenn ich das rein tue, das bleibt da hängen und dann kriege ich das da nicht mehr raus. Deswegen Trick 17, einfach da oben drauflegen, schön ein bisschen kross anbraten, anbrennen, ach, antoasten. Oh ja, ich würde sagen, let's go. Normalerweise muss dazu natürlich noch Ei und so weiter, aber wenn man nicht so viel Zeit hat, dann einfach auf Classic Fladenbrot, Sucuk. Schönen Tee. Mir fällt gerade ein, ich gehe ins Stadion. Ein Kollege fährt mit mir gleich im Auto. Und ich esse gerade Sucuk. Boah, ich werde gleich Mundi des Grauens haben. Scheiße. Apropos Sucuk, Leute, ihr könnt gerne auch meinen Sucuk-Laden abchecken. Ich habe einen eigenen Laden in Düsseldorf aufgemacht, jetzt seit ein paar Monaten schon. 3 Monate ist es her. Da werde ich auch öfter am Start sein, jetzt demnächst. Nach dem Team of the Year. Kommt gerne vorbei. Probiert meinen Sucuk-Döner hier. Boah, die ersten Sonnenstrahlen. Geil. Einfach mal hier bräunen an der Scheibe. Es reicht heute sogar ein Unentschieden, um auf den 4. Platz zu kommen und an Leipzig vorbeizugehen. Aber 3 Punkte wären natürlich umso wichtiger, um vorne noch mit angreifen zu können, weil das ist krass, was Leverkusen einfach dieses Jahr für eine Saison spielt. Die haben ja gestern 0-0 gespielt, da haben die aber auch das Spiel komplett dominiert und die spielen dann einfach echt kranken Fußball gerade unter Xabi Alonso. Ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird und ja, wird auf jeden Fall echt eine spannende Rückrunde und mal schauen, wie sich der BVB schlagen wird. Aber heute geht es erstmal ran gegen Bochum und da müssen in meinen Augen die 3 Punkte geholt werden. Ich persönlich tippe 3-1 für den BVB heute und ja, Wetter spielt auch mit, hoffentlich bleibt das so. Ernesto sitzt im Auto, hier haben wir Fatjan auch am Start. Der Bruder kam einfach eine Stunde zu spät. Eine Stunde, Bruder, was hast du gemacht mit mir? Keine Ahnung. Scheiße. Ey, wir sind laut Navi erst so 17 Uhr da, Spiel ist 17:30 Uhr. Wir müssen noch irgendwie parken, rüberkommen. Also ich glaube, das erste Mal jetzt, dass ich vielleicht zu spät komme. Ey. Wettlauf gegen die Zeit heute. Aber der gute Fatjan hat mein altes Auto am Start. Und deswegen werden wir gleich rüberfliegen. Aber es ist so viel Verkehr. Wir haben zwar geiles Wetter, aber Katastrophe, Leute. Bei uns in Düsseldorf ist auch irgendeine Demo. Deswegen war alles zu. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, wir kriegen das pünktlich hin. Let's go. Wir sind am Fliegen, Leute. Das ist der albanische Transporter. Wo ist deine Glatze, Bruder? Jason Steffen. Wahnsinn, Alter. Wir sind sogar ein bisschen gut dran von der Zeit. Also wir kommen, glaube ich, so Viertel vor, hoffentlich an. Eigentlich war 17 Uhr, 15 Minuten. Hat der gute Herr aufgeholt. So, jetzt beginnt der Endspurt. Ihr wisst ja, was das für ein Kampf ist, ey. Das ist krank, was hier immer für ein Stau ist, kurz vorm Stadion, wenn alle runter wollen, ja. Jetzt das Beste draus machen, Leute. Freunde, wir haben es geschafft, Digga. Es ist 16.45 Uhr. Wir haben es sogar noch geschafft, pinkeln zu gehen in Ruhe. Und jetzt gehen wir rüber ins Stadion. Mama mia, Alter. Ohne Scheiß. Wir sind so, also, der ist wirklich albanischer Jason Statham. Der hat einfach die Autobahn auseinandergenommen. Jetzt ein bisschen Sport, Leute. Ein bisschen Sport. Fatjan, was tippst du? Ja. Was tippst du? 2-1 Dortmund. 2-1 nur? Ja. Ich sag 3-1, Bruder. Junge, man denkt einfach Sommer, es ist voll warm, Leute, 10 Grad. Wie schön sieht das bitte aus hier mit der Sonne? Da ist das Stadion. Boah, ein Sprint, ich kann nicht mehr. Was ist das denn, ey? Ach, warte. Hey, Freunde, wo ist denn der Trommler hier? Der war doch immer da, bei jedem Spiel. Da war sein Platz. Der Maske, der Trommler mit der Maske. Ah, verschwunden. Puh, nein, nein, da lang, Bruder. Wir kennen den Weg. Ich kenne noch in- und auswendig den Weg hier. Ich kenne alle Abkürzungen, alles. Wirklich sehr schön. Also in echt sieht das noch viel krasser aus mit dem Sonnenuntergang. Aber Leute, hab ich's vermisst, ey. Endlich mal wieder Bundesliga, Heimspiel. Das erste Game im neuen Jahr. Und das ist einfach Ende des Monats. Ne? Überleg mal, so viele Wochen waren jetzt Auswärtsspiele gewesen. Und nächste Woche, glaube ich, sogar noch ein Auswärtsspiel. In Heidenheim, meine ich sogar. Ja, deswegen heute Gas geben. Die Fans sind alle, glaube ich, richtig gut drauf. Wir haben geiles Wetter, wie gesagt. Und Jaden, ich glaube, also ich wäre unnormal nervös, sag euch ehrlich. Wenn ich Fußballer wäre und ich hätte jetzt heute mein erstes Heimspiel nach langem wieder für meinen alten Verein, ich glaube, ich wäre unnormal nervös, aber ich würde mich auch zeitgleich freuen. Es wäre so
Es wäre einfach ein schönes Gefühl so. Ne? Deswegen, ich glaube, der wird auch Gas geben. Ich kann ja gerade vom Teufel reden. Da ist er gerade gewesen. Spielt auch Stamm heute. Ich glaube, Mokoko spielt auch. Ja. So sieht es wie immer vom Stadion aus, Leute. Ist schon einiges los und wir versuchen jetzt reinzukommen. Let's go. Boah, Leute, jetzt müssen wir erwarten. Ich hoffe, wir kommen. Ja. So, Leute, wir sind da. Genau richtig, Alter. So, never walk alone. Eieiei, perfekt. Perfekt. Was ein Timing, Leute. Genau richtig angekommen. Let's go. Geil. Geil, Leute. Ja, ist das geil, Alter. Endlich wieder. Wow. Wir sind da, Freunde. Die gelbe Wand ist da. Geschafft, Freunde. Wir sind da. Hey, ist direkt der Gästeblock. Direkt der Wochenblock. Boah, Leute, war das ein Akt. Und jetzt geht's los, Digga. Geil. Stotterbeck! Oh Leute, jetzt gleich Sancho, Digga. Das erste Mal. Sancho! Das war so knapp, oder, Fatih? Ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Der ist so durchgezogen. Ich musste mich dreimal anschnallen. Mein altes Auto, ich vermisse es ohne Scheiß. Gib mal her! Als Entschuldigung krieg ich dein Auto. Ja, auf jeden Fall. Boah. Das mal an, Leute. Der wurde auch schon von seinem Blick genommen. Unser Herzen ist weiterleben. Mit einem Gipfel. Männer und Frauen, alle Nationen. Hier fragt man nicht nach Namen oder Reich. Wir sind auf der Tribüne, wir sind alle gleich. Bei Wind und Wetter sind wir da. Wir alle wollen nur. Krass. An einen charismatischen Mann, dem fast alles gehört. Der herausragt aus der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs und die Herzen der Menschen gewonnen. Der Fußball hat einen seiner besten Freunde verloren. Heute gedenken wir alle auch Marcel Schneider, einem Fan aus unserer Mitte, dessen Schicksal uns sehr berührt hat. Und natürlich trauern wir mit den Fans von Hertha BSC um Kai Bernstein, den Präsidenten des Clubs, der in der vergangenen Woche im Alter von nur 43 Jahren verstarb. Dankeschön. Let's go, Freunde. Erstes Spiel im neuen Jahr zu Hause. Ja, Malen, Malen, Malen! Klarer Elfmeter, es wird jetzt nochmal geguckt, jede Regelwidrigkeit im Vorfeld. Eieieiei, ich schwör's dir, das ist doch echt nicht normal. Ja! Ja, Junge, let's go! 1-0, nach 4 Minuten. Bam! Let's go! Yo! Geil! Die haben bessere Plätze als ich, die Tauben. Also, guck erst mal einfach Tauben auf dem Platz. Weil die Tauben da, ey, weg, flieg mal weg. Geil, Alter. Alter, positionierst, guck mal. Wow. Jetzt! Sound, da ist es Matzen, Matzen! Ah. Schade. Bruder! Einmal Einwurf. Geiler Freistoß, was er gerade so. Stark. Oh, stark, Junge. Oh, Junge, stopp zu! Halbzeit, Freunde. So bitter. Eigentlich macht der BVB das Spiel, aber die Chance.
Halbzeit. Das ist für mich wie in der Weekend League. Wie in der Weekend League. In der Halbzeit, hä? Hat ja, seine Verspätung wieder gut gemacht, sagst du? Stark, Alter. Schönes Hähnchenschnitzel und was zu trinken. Dankeschön, Bruder. Guten Appetit. Nastrovje. Jackie Cola, hä? Jackie Cola. Nein. So, Freunde, zweite Halbzeit hat begonnen. Bruder, was geht denn hier ab, Alter? Ach, Heiliger. Jetzt alles in dichten Nebeln gehüllt, Mann. Scheiße, jetzt sieht man nichts. Stark, ist echt? Ja klar, ist echt. Ah, läuft, Alter. Aber Barca läuft nicht, wenn man Gündogan, ne? Ja, alles ist auf die Eins. Stark, Junge. Ich muss aber echt sagen, die Fans von Bochum haben krass Stimmung gemacht, waren auch richtig laut. Also, krasses Support auf jeden Fall auch, muss man sagen. Stark, Jungs. Wichtige drei Punkte und somit BVB auf dem vierten Platz. Let's go. Verabschieden wir uns aus Dortmund, meine Damen und Herren. Jetzt geht's noch schön was essen. War ein geiles Spiel am Ende, muss man sagen. Ich habe gedacht, ey, das geht gleich da hinten los. Vor allem als Marcin voll nur diesen Fehler gemacht hat. Nein, da macht er seinen Fehler wieder gut. Also, packendes erstes Heimspiel im neuen Jahr, Freunde. Lasst den Daumen nach oben da und jetzt geht's zurück nach Düsseldorf. Ey Leute, wir sind jetzt hier voll in so einem edlen Restaurant in Düsseldorf essen. Einfach mit Dortmund-Trikot hier, Alter. Ich fühle mich so fehl am Platz. Einfach mit Trikot. Alle haben hier voll die schicken Sachen an. Aber ich schaue mir auf jeden Fall Tagliarini-Trüffelnudeln, Alter. Richtig geil.
Oder Preise, geisteskrank, Wahnsinn. Eieieiei, erstmal Rindercarpaccio als Vorspeise, kostet eine halbe Leber und eine halbe Niere. Eieieiei, boah, ich liebe Trüffelnudeln, Freunde. Fat John, Fatosch hat sich ein schönes Steak gegönnt, ein bisschen klein, Bruder, für dich. Was ist das? Zu teuer, ne? Kostet eine halbe Leber. So Leute, wir haben aufgegessen. Fatjon hat sein Steak bekommen, ich habe meine Nudeln bekommen und ehrlich, also die Nudeln waren für mich eine 10 von 10. Ich habe das schon mal hier gegessen und ich fand das so krass und ich wollte mich jetzt überzeugen, dass es wirklich nochmal so gut ist. Dann haben wir gegessen und war genauso gut. Also total. Ich muss jetzt mal ein einzelnes Video machen. Also wir müssen mal einmal hier hinkommen und mit Massi mal herkommen und dann machen wir ein Video dazu. Das sind ja mit die geilsten Trüffelnudeln, die ich jemals gegessen habe. Wahnsinn. Wie war dein Steak? War super. Ich hoffe, wir bekommen alles jetzt von Chef. Auf Nacken. So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin mega platt. Ich habe die Nacht auch nur 3 Stunden gepennt oder so. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Spiel. War ein cooler Tag gewesen. War am Ende sehr stressig, da pünktlich ins Stadion reinzukommen. Ihr habt selber gesehen, aber wir haben es noch genau richtig geschafft. War noch danach was Leckeres essen und ja, man, 3 Punkte wurden mitgenommen. Ganz wichtig an der Stelle. Jetzt sind wir auf dem 4. Platz. Und ich würde sagen, Leute, erster Stadionvlog in diesem Jahr. Lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, lasst Liebe da, wenn ihr Bock habt auf weitere Stadionvlogs. Und ich würde sagen, der Rest verabschiedet sich. Nächsten Monat beginnt ja auch wieder die Champions League. Das wird auch geil, da werde ich natürlich mitfahren. Und ja, ich bin raus, Leute. Gute Nacht euch allen oder einen guten Tag. Haut rein und ciao.